Hi, wunderschöne Leute, wir sind gerade in Tschechien unterwegs, machen hier eine ziemlich coole Wanderung und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß! So, wir machen ja gerade einen Urlaub in der Sächsischen Schweiz und haben jetzt hier einen schönen Spot gefunden. Der geht allerdings so ein paar Kilometer in Tschechien rein. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen schummeln, weil ich bin der tschechischen Sprache noch nicht ganz so mächtig. Und zwar sind wir jetzt in Hrensko, nennt sich das. Das ist irgendwie, wenn man so Bad Schandau kennt, so 5 bis 6 Kilometer davon weg. Und wir befinden uns hier gerade in der Edmundklamm. Und da gehen wir jetzt gerade weiter. Ich kann halt nur nicht so viel filmen, weil es ist eine Touri-Strecke. Es sind relativ viel Touris. So. Und da müssen wir gleich ein Stück mit dem Schiff fahren. Und ganz oben ist leider auch ein Touri-Spot. Aber wir sind extra spät gestartet. Es ist jetzt kurz vor 3 und da gibt es, wie heißt das? Das Präbisch-Tor. Das ist wohl, wie man das aus Amerika kennt, so ein Stein mit so einer riesigen Höhle drin, also so einem riesigen Durchschuss. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wo man so durchschaukeln könnte. Riesig groß, das ist wohl einzigartig in Europa. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Bis dahin ist es noch ein bisschen. Und Lauch ist natürlich auch mit am Start, der musste sich ja gerade mal entlernen. Ist total cool, wenn du pullern musst an der Touri-Stelle, wo du nicht pullern kannst, weil alle 10 Meter ein Mensch kommt und Fluss im Hintergrund hast. Blasentraining hoch 5, würde ich sagen. Naja, ich hoffe, ich habe ja alles richtig ausgesprochen, weil ich, wie gesagt, der tschechischen Sprache noch nicht so mächtig bin. Jetzt, wie gesagt, geht es ja erstmal der Edmund-Klamm entlang. Also da muss man erstmal hinkommen. Ich weiß gar nicht, wie der Fluss heißt. Vielleicht heißt der auch Edmund-Fluss. Und wie gesagt, da fahren wir mit dem Schiff. Dann müssen wir mal ein bisschen laufen und dann bin ich mal gespannt, wie dieses, wie kann man das nennen, das Steintor oder so, würde ich jetzt einfach dazu sagen, wie das ausschaut. Felsentor. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein bisschen Videomaterial, das ich hier gefilmt habe, weil hier halt überall Menschen sind. Viel Spaß. So, kurzes Fazit nach der kleinen Bootstour. Wir sind jetzt quasi ein bisschen unter uns, weil hier weniger Leute sind. Wir haben zu 80% auf Tschechisch gesprochen. Die ganzen Leute haben ordentlich gefeiert. Also ist das so eine Tourstrecke und lustig gemacht mit dem Wasserfall, den sie aktivieren könnten. War mal ganz gut, um so ein bisschen unsere Tour abzubremsen, mal ein bisschen runterzukommen und das zu genießen, was man hier sieht. Ist allerdings, wie gesagt, ein Touri-Punkt. Aber finde ich ganz schön gemacht, gerade jetzt mit dem Tal hier. Das sieht schon, oder eine Klamm, das ist ja kein Tal. Das sieht schon echt beeindruckend aus. Das Schlimme hier, was wir gerade merken, dass hier überall so in die Felsen so kleine Tunnel drin hauen. Wenn du die ganze Zeit Tageslicht kriegst und gehst hier rein, du siehst einfach nichts. Also wenn du richtig gemein bist, legst du irgendwo einen Stein hin, da würde glaube ich jeder drüber fallen. Wir sind jetzt quasi das zweite Mal mit dem Boot gefahren, das war ganz angenehm, es war nicht so lang. Das war vorhin nicht so voll und wir haben ein paar schöne Bilder machen können. Jetzt gehen wir noch ungefähr, was hat er gesagt, 3,5 Kilometer? Ja. 3,5 Kilometer der Klang entlang, dann kommt irgend so ein Dorf oder eine Stadt, wo ich diesen Namen nicht aussprechen kann. Und von da aus geht es dann hoch zu diesem Steintorbogen, keine Ahnung, wie man das nennt. Da stand bloß dran, bla bla bla, der Weg hat auch einen komischen Namen, bla bla bla, Steig. Ich hoffe, dass das kein Klettersteig ist, weil wir haben ein Klettersteig-Set mit. Ansonsten müssen wir das von anders wiederholen. Aber wir gehen jetzt erstmal die 3 Kilometer hier lang. Und jetzt schauen wir mal, was uns erwartet. Also auf jeden Fall mal was völlig anderes in so einer Klamm lang zu gehen. Also die auch wirklich lang ist. Ich glaube, wenn man vom Anfang anzieht bis jetzt, hat er, ja, ich glaube, er hat gesagt, 10 Kilometer oder so ungefähr ist die Klamm lang. Ist mal was anderes. Unser nächstes Ziel weiter oben irgendwo ist, muss man natürlich auch auf einen Berg aufgehen. Das tun wir jetzt. Und unten war es schön. Hier ist es ein bisschen schwüler, die Sonne scheint von hinten. Also haben wir auch wieder bloß ein Hobby, schwitzen.
Wir haben uns jetzt hier ein schönes Outdoor-Getränk gegönnt. Leider gab es ja keinen Kiosk mehr, deswegen mussten wir jetzt im Restaurant so eine Flasche holen. Wir haben jetzt zwei Flaschen geholt. Für 12,20 Euro. Wenn du überlegst, wie kriegst du den ganzen Kasten dafür? Aber die lassen wir uns jetzt schmecken. Echte Emotion. So, von da unten sind wir jetzt gerade gekommen. War ein ganz schöner Anstieg. Jetzt geht das erstmal ein bisschen geradliniger weiter. Ja. Naja, sagen wir mal waagerecht. Und wir haben von der Weite schon ein bisschen sehen können, was uns vielleicht erwartet. Und wir haben natürlich eine schöne Weitsicht heute. Also wenn ich das da hinten gucke, man kann bestimmt 10 Kilometer weit gucken heute. Oh Mensch, wir sind jetzt schon seit, ich sag mal, seit 5 Stunden unterwegs. Haben gerade ein Schild gefunden, wo drauf stand, ja, 55 Minuten, so 2,1 Kilometer. Und da sind so, das hier so Naturlehrfahrt. Und da sind so verschiedene Schilder, ich glaube so 13, 14 Schilder. Die sind alle nummeriert und bei jedem Schild sieht man quasi eine Legende, wie weit man noch gehen muss. Und wir waren vorhin bei 9 oder 10 von, ich sage jetzt einfach mal 13, und haben gedacht, das haben wir es ja fast geschafft. Aber nein, die Dinger zählen rückwärts. Das, was war das jetzt für eins? 7. Das heißt, wir müssen noch 6 so eine Schilder machen. Ist ja auch nicht ohne. Ich meine, es ist jetzt nicht schwer, hier lang zu gehen. Das ist alles relativ eben. Aber es zieht sich halt dolle hin. Aber wir haben Glück. Wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben bestes Wetter. Eine richtig krasse Weitsicht. Und ich hoffe, dass wir dabei da sind und dann mal schauen. Mir wird eben gerade noch mal bewusst, wie klein man sein kann. Ja. Guck mal, da hinten sieht die sich aus. Ja. So, hier wird wieder mal ein Beispiel, dass die Beschilderung einen verarscht. Hinten war ein Schild dran, noch 500 Meter in einer Viertelstunde. Die haben wir jetzt geschafft. Jetzt steht dran 600 Meter. Und jetzt geht Stube bergauf. Also, das sind bestimmt 100 Höhenmeter, die wir jetzt noch machen müssen. Wir sind jetzt hier angekommen, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Aber wir haben hier so einen Flyer gekriegt. Präbischtor ist so eines der bekanntesten Sachen hier in der Tschechei mit. Das ist quasi wie so ein Felsrestaurant. Und hinter uns ist so der größte steinerne Torbogen Europas, wie man hier vielleicht sehen kann. Das Problem ist, die haben nur bis 18 Uhr auf. Ist jetzt 18.54 Uhr. Das hätte man ja auch durchaus unten mal irgendwo dran schreiben können. Wir überlegen, ob wir da nochmal hochgehen, wenn es geöffnet ist, weil dann kann man da eventuell noch ein bisschen mehr filmen. Aber wir haben uns hier so einen schönen Platz gefunden. Wir haben uns einen Platz gefunden. Wir haben jetzt einen schönen Platz gefunden. Und jetzt wird hier erstmal lecker, was sie macht zum Essen. Warm. Beim letzten Mal, die stand ja auch drauf, dass da keine künstlichen Zusatzstoffe sind. Die hat mir nicht so geschmeckt. Okay. Ich habe hier nur eine Terrine mit Huhn, laktosefrei. Ich merke gerade, das ist keine Terrine, sondern Nudeln. Einfach zu wenig Wasser, schmeckt sehr konzentriert. Aber schmeckt auf jeden Fall, also kann man essen. Ja. Ganz schön salzig, finde ich. Alter, die Treppen hier, ja? Da, die machen einen kaputt. So, wie man sehen kann, wir sind doch auf dieses Präbischtor drauf. Jetzt ist quasi ein Tag später. Und wir wollten euch das hier unbedingt zeigen und wir wollten uns das unbedingt noch angucken. Ich zeige euch das gleich mal. Und zwar, ich glaube hier, so, das ist der typische Blick von diesem Tor. Wir sind extra früh hochgegangen. Also wenn du so als normaler Bürger hier hochgehst, dauert das so eine Stunde. Wir haben es irgendwie geruppt heute. Wir sind hier 25 Minuten hier hochgelaufen. Und hier hängen halt überall Schilder rum, dass man hier nicht mit der Drohne fliegen darf. Und
Ich habe trotzdem mal die Kassiererin gefragt, ob das unter Aufsicht möglich wäre. Und leider nicht. Sie hat mir erklärt, es gab hier einen Zwischenfall, dass hier einer geflogen ist und den könnte man nicht lokalisieren. Und der musste ein Hubschrauber her, so ein Rettungshubschrauber. Und der hat sich nicht getraut, hier zu landen, weil er halt Angst hatte, dass die Drohne irgendwie in die Rotorblätter reinkommt. Muss ich akzeptieren. Wir versuchen trotzdem so schönes Videomaterial einzufangen. Auf jeden Fall haben wir es noch geschafft. Eintritt kostet hier 3 Euro und ist bis 18 Uhr auf. Also gibt es jetzt Videomaterial. Mir juckt es echt im Finger, dass ich die Drohne auspacke. Aber uns wurde leider deutlich genug erklärt, warum die das hier nicht möchten. Schade. Naja, vielleicht irgendwann mal mit schriftlicher Ankündigung oder so. Aber man ist ja selten zweimal irgendwo da, wo man schon mal war. Man möchte ja alles sehen. So, jetzt mal die Leute gefragt, die sich auskennen. Hier gibt es wohl einen Brauch. Also im Harz kennen wir das auch, dass man diese Steine auftürmt, so als Art Wegweiser. Und hier gibt es irgendwie noch, dass man so an Felsen, die abstürzen könnte, so Stöcker drunter steht. Wie eben gesehen, so ganz viele kleine in der Reihe. Wir haben das vorhin auch schon gesehen, da war ein riesiger Felsen, der bestimmt so 20 Tonnen wog. Und darunter war so ein halber Meter, so ein Stock. Der sollte das denn halten, wenn das abbricht. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das sein soll, ob das auch irgendein Brauch ist oder ob die hier wirklich versuchen, damit die Dinger abzustützen. Weiß ich ja nicht, ist ein anderes Land. Also ich glaube, auch wenn das schwachsinnig aussieht, das könnte sogar funktionieren. Ich glaube, das ist ein Brauch, weil das können die doch nicht ernst meinen, oder? So, weiß ja auch nicht, wie wir das jetzt in Worte ausdrücken sollen, ganz verrückt. Ich werde mal warten, weil der Typ, der jetzt hinter uns in so einem weißen Transporter fährt, der hat uns gerade angehupt. Ich dachte, wir haben jetzt irgendwas falsch gemacht. Und der hat uns einfach spontan gefragt, ob er uns mitnehmen will. Der hat uns jetzt 1,5 Kilometer mitgenommen. Super nett, ohne irgendwas haben zu wollen. Einfach so Daumen hoch, wenn er das sieht. Er spricht zwar nicht unsere Sprache, aber thank you very much. So, wir sind jetzt hier im Auto. Das heißt, die Tour beendet sich jetzt damit. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Also wir haben hier einiges Schönes gesehen, auch wenn wir oben bei diesem Bogen da, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie der heißt, leider nicht hin konnten. Aber wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!